Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, wir sind hier mit Nate irgendwo in einem Kellergewölbe vom ehemaligen Glockenturm, weil der ist 2 Folgen davor eingestürzt. Und wir müssen hier ein paar kleine Rätsel lösen. Bin selber noch am Grübeln, wie es geht, aber nachdem ich ein bisschen nochmal in meinem Buch nachgesehen habe, probieren wir es jetzt einfach nochmal. Und zwar, lass mal gucken, wir nehmen den Burschen. So. So, oder? Nee. Moment. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und jetzt aber, oder? Jetzt. Jawohl, alles klar. Ja, schwierige Angelegenheit. Trotzdem geschafft. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. So, bin wieder da. Muss mal schauen. Okay, einmal. Okay. Wie gehen wir hier vor? Was haben wir da? Ein Monstrum-Tisch. Ich mache da noch mehr Fotos. Zweimal. Man hat so das Gefühl, da ist ein bisschen den Entwicklern die Idee Das ausgegangen. letzte. Mal Fotos schießen. Aber ich finde Okay, es mal cool, sehen, was er dazu sagt. zeitgemäß. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voilà. Oh, wie cool. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus quod licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel nein, sprichst nein, du? Warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile oh her. Gott, woher hast du die der noch? Trottel. Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow. Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Cort Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam, für Gott und Freiheit,
Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Oh, wie schön. Es gibt wieder eine Schießerei. Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues. Oh, ey. Alles klar. Jetzt wird's bestimmt wieder... Jetzt wird wieder bestimmt früh geschossen. Meine Freude hält sich diesbezüglich in Grenzen. Wenn ich da aufmache, tobt bestimmt schon der Krieg, oder? Okay. Oh nein. Schön. Am Marktplatz ist noch Frieden. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon, hier lang. Entschuldigung. Hoffen wir mal mit Sully hinterher. Man kommt fast gar nicht durch. Jedenfalls nicht auf ihn warten. Wundert es ja, dass hier noch nichts zum Schießen. Ah, doch. Doch. Was wird da mir angezeigt? Scheiße. Oh. Die Schießereien. Okay. Die kriegen wir auch wieder rum. Da, Motorrad. Nee. Das wäre cool, mit Motorrad flüchten. Wir prügeln uns jetzt hier schön gemütlich durch. Ohne dauernd drauf zu gehen. Kurze Fünfer. Wenn nicht, dem habe ich doch schon ein paar Schüsse verpasst. Den Hammer. Den Burschen. Wo lang? Wo ist der Sully hin? Das nützt nichts, ich kämpfe mich erstmal so schön gemütlich durch. Uiuiui. Eieiei, ich habe jetzt leider keine Handgranate mehr. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo eine rumliegt. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir den. Ab zum Auto. Oh, das war ja mal hier. Super Plan. Ab zum Auto. Schon wieder. Okay, hier muss man eindeutig defensiver vorgehen. Ich bin immer einer, der ohne Deckung dasteht. Okay, also. Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Oh weh. Nein, wie viele Autos kommen da? Ja, leck mich fett. Leck mich am Arsch, wie soll denn das gehen? Jetzt müssen wir einfach mal hier schön jeden platt machen, der uns entgegenkommt. Ach, jetzt steht das Auto woanders. Oder ist es weitergefahren? Okay, keine Ahnung, was jetzt los ist. Ah, okay. Nur weg hier. Ah, ich bin leider schon wieder fast down. Da ist einer reingelaufen von den Hanswursten.
sollen wir da auch rein? Komm, wir rennen da mal rein. Vielleicht bringt das was. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Da stand da eine Treppe rauf. Ich hab da gar keine Treppe gesehen, doch hier. Hoffentlich schaffen wir das noch. Nein! Warum? War doch so knapp schon. Vielleicht können wir in diesem Laden weiterspielen. Nee. Okay, aber. Dass hier fix nach hat. Okay. Jetzt wissen wir es aber, wir müssen hoch. Falscher Knopf, ich werfe da mal eine Granate rein. Dann noch eine. Das war es ja dann eh schon. Dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Okay. Kommen wir da rüber. Dann haben wir nicht so viel Feuer von dem. Von diesem Horrorgefährt. Hast du Spaß? Okay, und jetzt? Da ist der Ander, da ist Sully. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder tot. Schnell rein. Kurze Regeneration, passt. Munition nehmen und dann geht es wahrscheinlich hier knackig am Dach weiter. Halt, da ist noch mehr Munition. Hier darf man nichts liegen lassen. Okay. Halt zum Auto, oder? Jawohl. Nichts wie weg hier. Wie kommen wir zu Sam? Einfach immer nach unten. Oh weh. Aber jetzt ist coole. Coole Verfolgungsjagd, das macht schon wieder Spaß. Ach, Himmel. Was wiederum keinen Spaß macht. Das ist mein Gesundheitszustand, aber das haben wir jetzt auch wieder auf die Reihe gebracht. Oh weh, was machen wir? Oh Mann. Wirklich cool gemacht. Geile Action, coole Verfolgungsjagd-Szenen. Aber ich verdänge es gerade schon wieder. Oh ja. Gleich nochmal. Vielleicht muss ich mich ein bisschen besser konzentrieren beim Fahren. Achtung, 3, 2, 1 und es geht nicht los. Alles bleibt. Oh, alles klar, neu laden. Was ist passiert? Wenn es jetzt jedes Mal ist, fängt es an zu nerven. Aus dem Weg! Okay, alles klar. Oh, 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 Vorsicht! Verdammt, schon wieder dieser Scheißlaster! Aha. Aber wir müssen einfach nur schauen, dass wir irgendwie dem nicht in die Quere kommen. C5-Wall. Das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wo der Weg hinführt. Aber. Hey, die Wäsche war sauber! Wo ist er? Wo ist diese Maschine? Oh, nee, nee, nee. Ah, oh, ist verdammt. Tut aber dem Spielspaß keinen Abbruch, vor allem jetzt zwar nicht diese ewig langen Ladeszenen. So, weiter geht's. Da rein, immer ein bisschen abkürzen. Gut. Über den Supermarkt, über den Supermarkt, über den Bazar oder über den Marktplatz geschossen. Jawoll, da geht was. Also das ist wirklich so sau cool gemacht. Irgendwann wird es bestimmt verfilmt. Okay. Da wird wieder scharf auf uns geschossen.
Wo lang? Gehen wir da rein. Oh, wir sind stark unter Beschuss. Nein, was ist denn hier los? Wohin? Wie cool. Also es ist wirklich grandios gemacht. Da liegt auch ein Auto auf der Seite. Dann da hoch. Aber ich weiß nicht, wo lang. Ray will uns wirklich loswerden. Wie geil. Und schon wieder auf die Straße. Ja, immer bergab. Ich glaube, wir sind sie los. Aber wenn er das sagt, sind wir bestimmt nicht los. In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Die Liste wird länger. Aber wirklich saugut. Also wirklich grandios gemacht. Uiuiui. Echt jetzt? Das ist ein Geländewagen. Oh nein, nein, nein. Achtung, schaffen wir das noch? Jawohl, schaut gut aus. Es geht weiter. Okay. Mal ja, das habe ich befürchtet. Wir müssen gleich mal schauen, dass wir irgendwo reinfahren. Am besten hier. Vater! Keine Angst, ich schaff das! Ich schaff das! Und großer Sprung. Also das Spiel ist mehr als grandios. Wer das nicht mal gespielt hat oder angezockt, das ist wirklich eine Bildungslücke. Hey, ich glaube, da ist er! Da drüben! Oh, der ist natürlich auch schon mächtig in Trouble. Okay, jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwie hoch auf die Straße kommen. Mann, Mann, haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch, also wohl noch nicht. Okay. Wahrscheinlich gleich hoch auf die Straße. Ah nee, doch nicht. Ich weiß nicht, wo lang. Wir fahren einfach weiter den Graben. Jetzt haben wir die leider schon aus dem Blickfeld verloren. Da sind sie. Weißt du, wie wir es immer reichen? Doch nicht, aber die Straße ist meist für Ende kleiner. Ich weiß, ich weiß. Oh, Wahnsinn. Alter! Wie krass! Wie ultra krass! Aber ich komme da nicht hoch, oder? Doch. Komm, zieh dich rauf. Zieh dich rauf, zieh dich rauf, zieh dich rauf, zieh dich rauf. Und jetzt? Ich kann mich gerade nicht raufziehen. Aber... Es ist halt wirklich saugeil. Okay, jetzt müssen wir uns auch noch... Muss ich schauen, wo ich mich hinschleife? Ja, also das ist ja wirklich super geil. Ich glaube, das bringt zwar nichts, was ich hier mache mit dem Schießen. Doch. Da muss ich da mal raufziehen. Komm, zieh dich da rauf. Ja, 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 ja. Nein. Also, wie geil. Also, wenn das nicht mal der Wahnsinn ist, das kann sich ja kein Hollywood-Regisseur besser ausdenken, diese Action in dem Spiel. Mal schauen, werde ich auch von hinten beschossen? Ah, nee, auch von der Seite. Wahnsinn, also... Das Spiel ist unglaublich. Was nicht unglaublich ist, ist meine Munitionsarmut. Den krieg ich dir noch. Ich muss noch weiter vor. Tatsächlich. Aber... Was ist da los? Die sind aber auch ganz schön hart im Nehmen, die Kollegen da. Kann man da was nehmen? Benzin oder so? Und jetzt? Okay. Na,
gehen wir wieder auf die Ladefläche, das ist direkt sympathischer. Das ist wirklich Action vom Feinsten. Das Spiel ist echt wie ein, wie ein Blockbuster im Kino. Voller Action. Also ich freue mich da gerade richtig, dass das so genial ist. Das kostet irgendwie 70 Euro oder 80 Euro, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist halt wirklich jeden Cent wert. Dummerweise bin ich gerade am Sterben. Oh, oh, was ist passiert? Der LKW ist irgendwie explodiert, oder? Aber wie? Da habe ich was verpasst anscheinend. Aha, okay. Da müssen wir mal schauen. Aha. Irgendwo gab es wahrscheinlich einen, der bisschen viel auf mich geschossen hat. Den Hammer. Ich will mal gucken, woran das Problem ist. Ah, ich muss wieder aufs nächste Auto springen. Alles klar. Jetzt hat. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen vorhin. Und nun? Hinterher. Die anderen weggekickt, oder? Das war nix. Das ist echt so mega geil gemacht. Da fliegen sie alle raus, die Burschen. Also das Spiel ist sowas von grandios. Wow, was mache ich? Nein, was mache ich? Nicht aufgepasst. Einmal kurz abgelenkt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich kann mir den wegrammeln. Irgendwie. Ach, okay. Ah, oh, daneben. Nee, nicht daneben gesprungen. Eieiei, eieiei. Kann ich das noch gewinnen? Oh, ich bin in einem ganz schlechten Zustand. Ja, absolut. Das hat mich das Leben gekostet. Und gleich nochmal. So, weiter geht's. Das ist ja echt Wahnsinn. Das ist wirklich der Oberburner. Das macht mehr als Spaß. So, und? Okay. Jetzt die Frage, wie komme ich da wieder rauf? Ich bin halt total angeschlagen schon, wenn ich auf diesen Ding springe. Nee, alles klar. Ich muss mir da was anderes einfallen lassen. Okay. Am besten ist, das schnellste Sam. Erstmal ein paar von denen wegboxen. Oh, schon wieder. Nee, nicht daneben. Wie soll ich denn das überleben, Leute? Ich muss das schießen und mich hochziehen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Nee, leider schon wieder nicht geschafft. Hoppala. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Statt Gas gegeben, habe ich gebremst. Okay. Den können wir noch wegfahren. Ich warte noch ein bisschen, bis ich auf diesen LKW aufspringe. Weil ich gehe da recht schnell drauf. Vielleicht kann ich die noch genauso loswerden, ein paar Gegner. Ich glaube, das schadet auf gar keinen Fall. Ah, nein. Also zu lang warten darf ich anscheinend auch nicht. Versuch Nummer 10. Da, Achtung. Kriegen wir den noch weg? Geschubst? Nee. Den haben wir weggeschubst. Okay. Und jetzt hier. Ach.
komme nicht rauf, Leute. Ich komme da nicht rauf. Ich kämpfe hier mir einen ab, aber ich bin in einem miserablen Zustand. Ja, okay, Leute, bevor die Folge zu lang wird und uns todesmäßig langweilt, schaut einfach in der nächsten rein. In der werde ich es hoffentlich hinbekommen. Bis dahin einen schönen Tag noch, gute Nacht, schöne Mittagspause, wo auch immer ihr gerade seid, was ihr macht. Bis.